Wir sind der TuS Maccabi Berlin und wir fordern in der ersten Runde des DFB-Pokal den VfL Wolfsburg heraus. Maccabi! Hey! Was ist das für ein Ballkerl? Access granted. Weißt du, was du zu tun hast? Also Maccabi ist ein Verein mit einer großen Geschichte. Wurde im 19. Jahrhundert gegründet. War dann während des Kriegs verboten. Ich persönlich bin auch jüdisch und daher bedeutet es für mich, umso mehr für den Verein zu spielen und die Werte zu repräsentieren. Wir sind sehr offen, das ist auch einer unserer wichtigen Werte, dass wir versuchen, offen zu sein für andere Kulturen, für andere Nationen. Wir haben unter unseren ungefähr 30 Spielern haben wir 17 verschiedene Nationen. So eine Multikulti-Truppe, die mit so einem Esprit spielt, die findet man selten. Und da haben wir lange dran gearbeitet. Ich gehe ja jetzt ins vierte Jahr, bis wir die Truppe so zusammen hatten. Und ich muss noch mal sagen, darauf bin ich stolz. Hier gibt es keinen grünen, weißen, schwarzen, gelben. Hier sind alle eine Familie. Ja, wir freuen uns sehr, vor allem, weil wir als erste jüdische Mannschaft es geschafft haben, in die DFB-Pokal-Hauptrunde zu kommen. Das war schon sensationell und, so wie mir der Präsident sagte, historisch. Komm raus, wird nicht besser! Mit dem VfL Wolfsburg sind wir sehr zufrieden. Natürlich hofft man immer auf das ganz große Glück mit dem FC Bayern oder Borussia Dortmund oder vielleicht den Stadtrivalen. Aber wir haben einen Erstligist bekommen. Wir sind sehr glücklich, dass wir unseren Fans nochmal ein Event bieten können, wo wir alle belohnt werden für die harte Arbeit des letzten Jahres. Also grundsätzlich Vorfreude. Man hat ja jetzt nicht regelmäßig die Chance, gegen einen Bundesligisten zu spielen. Ich werde es einfach genießen. Also so wie der andere auch. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Ganz abschreiben würde ich uns nicht. Aber klar, die Favoritenrolle ist, glaube ich, leicht auszumachen. Aber wenn es, sagen wir mal, nach 70 Minuten immer noch 0-0 steht, dann wächst natürlich auch die Hoffnung, dass da was geht. Ich würde mir denken, wir müssen alles machen, dass wir wenigstens die 90 Minuten rüberbekommen noch. Und dann glaube ich, wenn die 90 Minuten vorbei sind, dann glaube ich, ist alles möglich. Ich glaube, Riedle Baku schon auf der rechten Seite ist schon, wird schon ein heißes Duell, wenn ich gegen ihn spielen würde. Ich bin nicht so langsam, ich bin nicht so langsam. Ich glaube, würde eng werden, glaube ich. Ja. Wolfsburg hätte lieber gegen Hertha gespielt oder gegen Union. Wenig Zuschauer und gute Mannschaft. Aber wir werden alles geben. Wollen wir mal gucken, vielleicht gibt es ja ein kleines Wunder.